Den Blick eines Soziologen, Psychoanalytikers und Popkultivisten, das Weltgeschehen analysiert, hat sein jüngstes Buch darüber geschrieben. Der Knall im Untertitel 11. September, das Verschwinden der Realität und ein Kriegsmodell. Darin hat er die Texte von zahlreichen Intellektuellen untersucht, die unmittelbar nach dem 11. September publiziert worden sind. Und er stellt fest, die Kulturkritik operiert mit vielfältigen Realitätsbegriffen, wirklichen, virtuellen, geträumten, medialen, Film ist Wirklichkeit geworden oder Wirklichkeit Film. Das bildet den intellektuellen Wirrwarr in unseren Köpfen selbst ab. Die Verwirrung über das World Truth Center, die Unterscheidung von Leben und Bildern ist aufgelöst. Das Verschwinden der einen einzigen Realität analysiert Teweleit aber auch anhand eines zweiten Phänomens, eines Kriegsmodells, das immer wieder zur Anwendung kommt. Theoros gegenüber hat Klaus Teweleit dieses Modell ausführlich dargelegt. Seine Quellen sind oft Songs und Filme, nicht nur Geschichtsbücher. Der Historiker Klaus Teweleit findet sein Entwicklungsmodell für aktuelle Kriege in einem Film des ägyptischen Regisseurs Youssef Rahim. Sein Film mit dem Titel Das Schicksal spielt im spanischen Córdoba des 12. Jahrhunderts. Die Geschichte dieses Films kann man modellhaft kurz so umreißen, dass Andalusien, Córdoba, eine Mischgesellschaft ist aus Mauren, Spaniern, Juden, Zigeunern mit ihren jeweiligen Religionen, die dort koexistieren. Ähnlich wie in Sarajevo Muslime, Kroaten, Serben, Sinti nebeneinander gelebt haben, jahrzehntelang ohne sich zu bekriegen. Ein uraltes Modell, wie Kriege entstehen, scheint heute immer noch gültig zu sein. Diese Mischgesellschaft wird zerstört von einer fundamentalistischen Sekte, die zuerst nur religiös auftritt, Leute anwirbt, Tanz, Kunst, Musik verdammt. Besonders gegen die Zigeuner gerichtet, die in diesem Film das Zentrum der Mischung sind oder die treibende Kraft. Das Modell ist einfach. Teile Mischgesellschaften durch ideologisches Scharfmachen, dann gibt es einen Grund zum Intervenieren. Nach diesem Modell kann man die Balkankriege beschreiben der letzten 10 Jahre, wo künstlich Gruppen, die zusammenlebten, geteilt wurden und es gibt Kräfte von außen, die dort Waffen eingehen. Dieses Prinzip, in Machtvakuen reinzugehen, nachdem man welche erzeugt hat, und dann dort Bündnisse zu schließen, um eigene Interessen durchzusetzen, ökonomischer oder politischer Art, das kann man im Hintergrund all dieser Kriege sehr gut sehen. In Afghanistan beschreibe ich das natürlich auch, wo die USA zunächst die Islamisten unterstützt haben im Kalten Krieg, von ihnen aus dem Kalten Krieg Afghanistan, im heißen Krieg gegen die Besatzungsmacht der Sowjetunion. Dann erst, als die dort aus dieser Auseinandersetzung siegreich hervorgehenden Taliban sich nicht entsprechend den Wünschen der USA verhielten, sie also nicht ins Land ließen, sie nicht ihre Pipelines bauen ließen wie gewünscht, sie nicht ihre Militärbasen machen ließen. Dort erst kommt es zum Konflikt USA-Taliban. Bis dahin arbeiten die zusammen. Und über die Klinge springt auch in dem Fall dabei die afghanische Zivilgesellschaft, die sich in den 60er, 70er Jahren entwickelt hat. Auch im Falle Afghanistan passt für Klaus Teweleit das alte Modell. Vor den Interventionen der Großmächte gab es dort antifundamentalistische Entwicklung. Diese Gesellschaft war auf dem Weg zur Säkularisierung und zu einer Westöffnung aus sich heraus. Das genau wird zerstört durch Zusammenarbeit mit westlichen Kriegsfundamentalisten, die angeblich im Namen von Humanität und Demokratie dort auftauchen, aber genau eben das verhindern. Im Falle Irak, im Falle Saddam Hussein, sieht es eher so aus, als würden die USA
Bush und die amerikanische Außenpolitik, die Rede, die von Humanität, Menschenrecht, Demokratie sogar fallen lassen, gar nicht in erster Linie führen. Just got a place in New York. Der Satz, wer nicht für uns ist, ist gegen uns, ist ganz klar ein fundamentalistischer Satz. Weil ein liberaler oder demokratischer Satz würde lauten, wer nicht für uns ist, kann für 50 andere Sachen sein, die auch legitim sind. Das wird ausgeschlossen. Also einen fundamentalistischeren Satz als diesen Bush-Satz kann man gar nicht formulieren. Fundamentalismus, das ist heute nicht nur ein politisches Problem. Sein Terror erschüttert die Fundamente des Denkens und der Sprache. Das ganze Sprachsystem, das wir haben, das sich im Hintergrund, ohne dass es sich ausspricht, immer an einer bestimmten Vorstellung von, das ist Realität, orientiert hat, dass das nicht mehr existiert, das ist zusammengebrochen. Das wollte ich in dem Buch, deswegen heißt es im Teil des Titels, das Verschwinden der Realität, das Verschwinden der Realität. Die Realität in dem Sinne gibt es nicht mehr. Mit der Realität haben nicht nur Politiker ihre Probleme, sondern auch ihre Kritiker. Auch das zeigt Teweleit in seinem Buch. Und seine Theorie ist nur eine mögliche. Genau das aber würde er qua seiner Theorie gutheißen. Fundamentalismus ist nicht nur im Politischen eine jahrhundertealte Hintergrundstrahlung. Fundamentalismus steckt schon in unserer Grammatik, in unserer Auffassung von der einen Realität. Vielleicht lernen wir ja in Zukunft, uns ohne Kriege von diesem Unbedingtheitswahn zu befreien. Der Knall. Klaus Teweleits Gedanken sind nachzulesen im Strömfeld Verlag.